Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seleukiden und der Tier Challenge. Der Feind greift mit einer stolzen Zahl von 4680 Soldaten an und wir haben süße 1128. Läuft. Genau, aber diese Position haben wir uns ja ausgesucht. Also, ja, vielleicht, möglicherweise fällt da, geht da in die Falle. Oder vielleicht auch nicht. Ja, also, sowas zu verteidigen ist natürlich immer ziemlich schwer, wenn man keine Pikeniere hat. So. Ich bin mal echt mega gespannt, ob wir das schaffen. Also wir haben Azad Ritter. Also wir haben gute Einheiten, das auf jeden Fall. Wir haben auch Kataphrakte. Also die Elefanten reichen definitiv aus, um die Brücke zu sichern. Aber ich nehme mal alle Elefanten einfach so. Die Kataphrakte. Hier so. Wagen hier hin, weil ich mach's mal so. Also, wenn er, also je nachdem, wo er ist, also wenn er seine Hauptarmee hier hat, dann ist es ganz gut für mich, weil dann will er ja hier so angreifen und dann blocke ich einfach die Brücke mit meinen Elefanten. Sprich, wird es dann, weil wenn hier seine ganzen Fernkämpfer sind und dann von der Seite alles platt macht. Also, das wäre blöd. Die zweite Version wäre, dass das aufteilt, das wäre sehr schön. Die Frage ist dann noch, wo kommt seine Verstärkung her? Realistisch wäre es natürlich von hier, also wenn es irgendwie von da wäre. Genau, dementsprechend. Ich will also versuchen, hier die Sichelstreitwagen so schnell wie möglich auf die andere Uferseite zu bringen. Und wenn er hier steht, dann will ich versuchen, sie trotzdem irgendwie einfach wegzubringen, aber auf seiner Seite damit. Wenn er sich hier aufstellt und ich mit meiner Kavallerie hier ihn die ganze Zeit so nerve, dass ich dann mit den Sichelstreitwagen hier die ganze Zeit durchfahren kann und seine Fernkämpfer ausschalten kann. Genau, das ist so der Plan. Die Frage ist natürlich, ob es klappt. Hier hole ich nochmal die ganzen Fernkämpfer her. Warte, das sind die Agema. Sehr schwere Schock. Ah, genau, das ist so das Mittelding. Genau. Und dann würde ich die da noch hier hinschicken. Okay. Okay, gut. Hat sich erledigt. Warte, kurze Pause. Ich will mal sehen, was da los ist. Also, hier sehen wir nichts, aber hier ist. Ups. Entschuldigung. Hier ist eine komplette Armee. Okay. Oder? Hier sind die Speerkämpfer. Okay, hier ist auf jeden Fall seine erste Armee. Okay. Dann schicke ich mal die.
Menschen! Zu Befehl! Befehle? Schnell, jetzt! Eure Befehle? Ja, Kommandant! Bereit! Befehle verstanden! So, die kommen dahinter. Ja. Das war zum Beispiel auch klar, dass das hier deine Fernkämpfer sind. Ich versuche mal mit denen einfach schnell rüber zu reiten. Jetzt kommt auch schon seine Verstärkung. Gepanzerte Elefanten! Einfach schnell rüber. Okay, da warte ich noch ein bisschen. Ich reite einfach mal durch. Ich reite einfach mal durch, sehr schön. So. Gut. Kommandant! Ja, Kommandant! Eure Befehle? Verstandsbefehle? Okay, dann machen die mal mit. Okay, Kataphrakte wieder raus. Okay. Kataphrakte raus. Die rein, die raus. So immer. Wie die immer stoppt. Okay, die greifen zum Glück nicht an. Also haben wir hier noch Zeit. Und ach, die bleiben. Okay. Weil, wisst ihr was? Sterbt einfach. Wenn sowas immer passiert, dann sehe ich auch nicht an, dass die irgendwie überleben sollten, weil die einfach dann dumm sind. Warte, die schicke ich mal auf die andere Seite, weil hier gegen die ganzen Kavallerien können sie nichts ausrichten. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, selbst schuld. So, jetzt kommen die da. So, ihr kommt mal hier hin. Okay, die ballen sich jetzt alle nach da. Ihr geht mal zurück. Ihr geht dahin. So. Die Frage ist, wann traut er sich, hier anzugreifen? Aber diese Seite ist gerade am wichtigsten. Diese Seite ist gerade extrem wichtig. Wir versuchen mal durchzubrechen. Okay, jetzt fängt er an.
Okay, jetzt fängst du da unten auch an. Okay, bitte Trampel anmachen. So, sehr schön, das ist wichtig. Okay. Das ist sehr wichtig. Dann kann ich gleich durch nach drüben. Weil da fängst du ja gerade so richtig, richtig an. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. So, jetzt beeilt euch da. So, warte, ich hol mal die alle hier hin. Und die da kann sich um die kümmern. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Also die ganzen Fernkämpfer sind halt extrem gefährlich. Deswegen wollte ich versuchen, die da rüber zu bringen. Aber das war leider nicht möglich. Die sind halt auch jetzt schon sehr müde. Hat auch keinen Bock mehr. Ach, komm. Okay. Unsere Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, das passiert. So. Sehr schön, einfach drücken. Ich muss schon sagen, also die Brücke muss sehr stabil sein, wenn sie die ganzen Elefanten aushalten. Warte, nee, du gehst da weiter. Ja, Kataphrakte sind nie gut gegen die. Ja, läuft weg. Das ist schlecht. Uiuiui. Was geht jetzt ab? Okay, jetzt wanken alle, das ist sehr gut. Alter, wie viele hier weglaufen. Ich muss ja hier ein paar Einheiten noch versuchen
zu töten hier. Alter. Das sieht halt immer sehr krass aus. Das sieht halt immer super krass aus. Na gut. Ja, sehr viele knapper Sieg fand ich gar nicht. Ja, wobei wir haben ja gut die Hälfte verloren. Ist natürlich nie ganz so nice dann. Alter. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, okay, die beiden, die waren klar. Also der eine, der hat es auch verdient, weil der immer stehen geblieben ist. Genau, der hat 5, 300, 400, 1000. Er hat halt einfach 1000 getötet. Das war der wahrscheinlich an der Front. 706. 370. 200. 100. Ja, die waren auf jeden Fall nice. Ja, okay. Also Rang 3 ist das Mindeste, was er bekommen sollte. Ich versklav die mal. So, das war auf jeden Fall extrem wichtig. Extrem wichtig. So, ein pflichtbewusster Mann hat eine Erfahrung bekommen. Erfahrung. Flotte aufstellen kann ich leider nicht. Darf ich leider nicht. Ihr macht euch mal auf den Weg nach Tyros. Und hier werde ich mal Militär aufbauen. So. Dann. Greife ich den mal an. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Nee, okay. Sehr schön. Okay. Gut. Dann gehe ich mal wieder hier zurück. Der kann nichts rekrutieren hier. Das ist natürlich schade, aber da ja, kann ich gerade nichts tun. So, du gehst mal in Gewaltmarsch hier hin. Der fängt halt jetzt an, hier Fuß zu fassen. Was sehr nervig ist. So, du hast auch was bekommen. Sehr schön. Du bist ein Stratege. Wieder minus 180. Ja, weil Tyros jetzt weg ist. Also wenn man so ein kleines Land hat, ist natürlich jedes Mal sehr schmerzhaft, wenn man so kleine Verluste hat, ne? Garnison, thrakische Bürgerkavallerie, zwei Heerbannenpikiniere und hier auch. Dann mache ich hier doch auch einen Stall hin. Nahrung nur 5. Okay, Nahrung muss ich pushen. Knack. Was mache ich mit dir? Bisschen Brot stehlen. Okay. Ich glaube, das war's erstmal. Also mit dem kann ich leider gerade nicht weg wegen ihm.
Wir sehen wenig Wert in weiterem Blutvergießen. Ihr habt mit Ehre gekämpft. Doch nun ist es an der Zeit. Ich habe das jetzt nicht sofort angenommen, weil der mir gerade eben vor ein paar Runden, soweit ich mich erinnern kann, erst den Krieg erklärt hat. Deswegen habe ich das jetzt nicht angenommen, weil ich werde ja dafür dann immer bestraft und nicht er. Was halt mega nervig ist. Ich umstelle das mal. Ich will halt... Wenn ich den zur Hilfe hole, dann ist es safe. Also es ist so oder so safe. Aber ja, dann hätte der halt auch Erfahrung bekommen. Aber das ist zu riskant, nee. Kämpfen wir das mal und dann, ja. Und dann, werden wir auch für heute fertig sein. Das Blöde ist halt, er wirklich seine ganzen Fernkämpfer. Er hat halt sau viele Fernkämpfer. Das sind Beginiere. Wieso gehst du jetzt? Okay. Geht mal schneller hier. Überlasst den Elefanten den anderen Elefanten und geht hier rein. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Ja, ich frage mich warum. Okay, schnell jetzt. Einfach hier rein. Schön hier rein. Los. So, sehr schön. Ihr geht mal dahin, ihr geht hier weg. Ihr geht dahin, die sind weggegangen, das ist gut. Ihr geht da rein, ihr geht da weg. Ihr geht da rein. Okay, das ist wichtig hier. Jetzt weg hier. Die Männer wanken. Okay, das ist gut hier. Das ist gut, dass hier jetzt eine Lücke ist.
So, schnell hier rein. Ihr hier. Rennt, bitte. General. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Unser General ist gefallen. So eine Überraschung. Ihr könntet ja auch mal rennen, wie ich das eigentlich will. Na egal. Egal. Ach. Naja, nicht egal, das ist total ärgerlich immer. Der hatte halt extrem viele Fernkämpfer und dazu noch Pikiniere. Und diese Kombi in der Stadt ist halt sehr krass. Okay, ihr bitte jetzt hier hin. Und ihr mal schneller. Einfach durchgehend rennen, bitte. Sonst sterbt ihr. Aber das wisst ihr doch. Na, eigentlich ja. Eigentlich. Naja, egal. Gut, der bitte das hier aus. Das macht euch langsamer. Hier hin und ihr dahin. So, naja, hätte auf jeden Fall um einiges besser laufen können. Naja. So, das war's. Teurer Sieg, ja, scheiß Sieg war's. Naja, der hatte nur eine Pikinier-Einheit als Armee und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fernkämpfer. Puh. Wie viele hatte er denn sonst noch? Also 1, 2, 3, 4, 5. Also insgesamt 6 Pikiniere. Kein Wunder, dass so viele gestorben sind. Moral. Minus Einflussbereich, minus Autorität. Das könnte ich eigentlich machen. Ja, das ist da. Ja, Heilrennreiterei wäre natürlich auch nice. Aber ja, Elefanten sind in vieler Hinsicht die stärkere Einheit. Wenn man keine normalen Einheiten haben darf. So. Ja, dann machen wir hier wieder Steuersatz. Nee, Panel mache ich hier. Und genau, dann war es das schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ich hoffe, dass wir bald mal schaffen, Petra einzunehmen und allgemein Nabatea auszurotten. Weil hier, ja, müssen wir halt schauen, weil der Osten ist halt sehr groß. Ich würde mal dann vielleicht mit der 501. auch Richtung Osten gehen, aber Galatien ist halt groß. Also Salamis muss ich eigentlich auch einnehmen. Ach, Probleme über Probleme. Gut.
das werden wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen machen. Ja. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.